Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Desperados 3. Heute lag das Spiel im Briefkasten. Ich habe ehrlich gesagt erst übermorgen damit gerechnet. Umso mehr freue ich mich wie ein junges Schnitzel, dass ich den Nachfolger der legendären Reihe heute anfangen kann. Und nachdem ich bereits Shadow Tactics von Mimimi gespielt habe, damit sehr zufrieden und angetan war, habe ich große Hoffnung, dass auch Desperados 3 von der gleichen deutschen Schmiede eine vernünftige Erfahrung bieten wird. Ich bin, oder beziehungsweise mein Kanal ist ja eigentlich eher für EVE Online bekannt, aber diese Art von Strategie habe ich schon immer gern gespielt und ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal anspielen, blind sozusagen, bis auf das, was man so im Internet und in der Presse vorab erfahren hat, weiß ich über das Spiel nicht. Und deswegen möchte ich mich jetzt einfach mal auch überraschen lassen, werde auch in Cutscenes und so weiter nicht reinsprechen, sondern mir das einfach anschauen und dann einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Wenn euch diese Art von Spiel auf meinem Kanal interessiert, dann lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da, sofern ihr noch keine Abonnenten seid, und schreibt doch gerne in die Videobeschreibung, ob ihr dieses Spiel weiterhin sehen wollt. Spielen werde ich es so oder so, aber ob ich Videos darüber mache, das entscheide ich dann, nachdem wie die Resonanz auf die ersten paar Runden geworden ist. Das gehört ja zu den Spielen, die am Anfang noch relativ moderat anfangen, aber dann doch schnell sehr schwer werden und dementsprechend oft zu Neuladen führen. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze aufziehen werde, wenn es dann zu den schwierigeren Missionen geht, ob ich dann Schnitte mache, ob ich vielleicht sogar nur ausgewählt die schwierigsten Szenen des jeweiligen Levels zeige, vielleicht für diejenigen, die Spoiler vermeiden wollen, noch eine ganz gute Alternative, das muss ich alles mal sehen. Auch da würde ich mich über Anregungen freuen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit einem neuen Spiel an. Meinem allgemeinen Tick getreu spiele ich das Spiel auf Englisch, auch wenn es eine sehr ordentliche deutsche Sprachausgabe gibt für alle, die das abschreckt. Und dann lassen wir uns doch einfach mal anfangen. Ich fange jetzt einfach mal mit der normalen Schwierigkeit an. Ich muss mich ja jetzt weder unterfordern noch gleich übernehmen. Gucken wir doch einfach mal, was die Entwickler für normal halten. Ladezeiten zu verringern, habe ich das Spiel auch auf einer SSD installiert. Das habe ich von Shadow Tactics gelernt. Man lädt und stirbt ja doch recht oft. Oder stirbt man, dann lädt man. Da ist das sicherlich sinnvoll, die Ladezeiten so gering wie möglich zu halten. Johnny, you're straggling. Come on. Right behind you, Pa. Oh, das ist also unser Held als junger Knabe. I'm going on ahead. You follow. Keep your head down. Yes, sir. So, das klingt nach Tutorial-Mission. Get it done.
Genau, mit den Pfeiltasten nach wie vor. Die Kamera bewegen. Lustig, hier stehen die deutschen Begriffe, obwohl es die englische Tastatur sein müsste. Right, on my way. Who lost the fucking key anyway? Sure. Gut, das ist noch eine bekannte Mechanik. There's the first guard. I need to be sneaky about this. Okay, mit einem Rechtsklick kriegt man den Sichtbereich angezeigt. Ich schätze mal, ich soll hier durch. Hier könnte man vermutlich auch hoch. Hier ist Daddy. Ich habe jetzt ja mit hier aufgeholt, aber automatisch geht es irgendwie nicht weiter. Okay, haben wir jetzt schon den ersten Bug gefunden. Ja. Yeah. Hätte ich das jetzt etwa noch nicht schaffen sollen? Gut, da das ja irgendwie anscheinend hier nicht weitergeht. Mache ich das halt mal anders. Da geht's natürlich auch, aber Papa hat immer noch keine Lust mit mir zu reden.
So. Das fängt ja gleich super an. Muss man jetzt nicht verstehen, mit Steuerung ging es nicht. Mit dem Tastaturbefehl schon. Ach, es geht nur mit dem linken Steuerungsknopf. Das ist eine Spezialfähigkeit. Gut, dann schauen wir mal, was Papa so drauf hat. Closer. Closer. Okay. Glad I picked up these. Need some change? You hear that? Remember, think slow, act fast. We always hide the body. You've been paying attention. Okay. Man kriegt anscheinend Follow me. Keep your head down. Training im Meuchelmord. Interessant. Da gibt es den nächsten Hint. Der Showdown-Mode, den gab es auch schon. Sowas. Hey, Pa. Yeah. How many men does Frank have? Doesn't matter, boy. One on one, you always got a chance. You just gotta thin out the pack. Right, on my way. Eine der Unterschiede. Locked. No surprise there. Eine der Unterschiede, die man schon mal merkt, der. Alright, son. Time for a challenge. See that ladder up there? I need you to throw it down for me. Eine der Sachen, die auf jeden Fall schon mal unterschiedlich ist im Planungsmodus, ist diesmal die Zeit angehalten. So, ich würde sagen, hier kommt man hoch. Gegner sehe ich auch keine. Sure thing. Ist nicht so anspruchsvoll, aber es ist ja auch noch ein Tutorial. Aber die Grafik ist auf jeden Fall sehr schön detailliert. Der nächste Tipp. Okay, also der dunkle Bereich, der gestreifte Bereich, den kann man gebückt durchqueren und auf Dächern hat man auch noch einen Sichtschutz. Through.
Also hier soll ich offensichtlich hoch. Das ist hier noch kein Problem. Hier auch nicht, aber... Da, dann halt doch. Gut, das war jetzt gar nicht so schwer. So. Den da soll ich irgendwie ablenken. Right, on my way. On my way. Und Daddy möchte das, weil der den im Blick hat. Und der den. Klassische Situation. Glad I picked up these. Need some change? He's still breathing. Tie him up and quick before he comes to. Sure thing. So. Ja, jetzt wie das Ganze funktioniert. Mit Steuerung, linker Maustaste den Gurten verschnüren. Good job. Now hide him in the bushes. Aufheben und ablegen. Okay, sowas können anscheinend selbst junge Banditen. So, jetzt soll ich anscheinend den Kran benutzen, um die da unten auszuschalten. Einiges dafür, dass ich hier hoch muss. Vermutlich im richtigen Zeitpunkt. Können ja alle nicht rüberschauen. Das heißt, ich komme hier gut hinter dem lang. Den einen Hinweis. Okay, highlighten Kommentar. Überraschenderweise kann ich den Kran benutzen. I got this.
Dann machen wir doch mal eine Lieferung. So kann man sich in den Gebäuden verstecken. Good job, boy. You know the drill. You wait till I'm back. Thought I was ready this time. Next time, I bet. You said the same thing last time. Why can't I come with you? Just give me a gun. A gun, huh? I want to see you hit that tree from 15 paces. When you pull that off, you're ready for a gun. See you later, Johnny. Ach ja. Ich kann zwar Leute mit dem Kran umbringen, aber für eine Kanone reicht's anscheinend noch nicht. Sehr ermutigend. Aber wir wissen ja, was aus John Cooper alles wird. Und dass er früher oder später nicht nur den ollen Baum mit einem Messer trifft, sondern auch noch jede Menge andere Dinge. Und damit beginnt Kapitel 1 und wir verlassen das Vorgeplänkel. Und nach dem Titel der Mission zu urteilen, treffen wir jetzt Doc McCoy, einen unserer alten Bekannten. Aber wie es dazu dann kommt und wie es dann weitergeht, das zeige ich erst in der nächsten Folge. Ich möchte ja, wie gesagt, noch ein paar Videos mehr von der ganzen Sache machen und mich interessiert jetzt erst einmal euer Interesse an diesem Spiel und euer Interesse daran, es bei mir zu sehen. Wie gesagt, es gibt ja noch jede Menge andere YouTuber, die Videos darüber machen. Deswegen möchte ich mir halbwegs sicher sein, dass ein paar meiner Zuschauer sich für dieses Spiel interessieren, bevor ich halt stundenlang aufnehme. Ich werde sicherlich noch einige Folgen machen und mal gucken, wie eure Resonanz so ausfällt. Also schreibt mir doch bitte unter die Videobeschreibung eure Kommentare und Anmerkungen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Casuality.